Ist die Kirche damit am Ende, degradiert zu einer religiösen Interessengemeinschaft unter vielen, wird die Selbstzerstörung der Kirche, die in der Heimat des heiligen Franz von Assisi 1986 zum ersten Mal manifestiert wurde, sich vollenden? Nein, sie wird nie untergehen. Sie mag heute noch so sehr ein Werkzeug einer fremden Ideologie geworden sein. Sie wird dennoch nicht untergehen. Sie kann nicht zerstört werden. Sie bleibt die Braut Christi, die allein selig machende Arche zu allen Zeiten, das himmlische Jerusalem. Denn ich bin die Mutter aller Kinder dieser Erde. Was schmähst du mich, Welt, dass ich groß sein darf wie mein himmlischer Vater? Ich bin die Straße aller ihrer Straßen. Auf mir ziehen die Jahrtausende zu Gott. Du bist Petrus, das heißt Fels, und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen, und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Rom im August des Jubiläumsjahres 2000. 10 Monate nach dem Religionstreffen ziehen über 5000 Priester, Gläubige und Ordensleute der Priesterbruderschaft St. Pius X. nach Rom, um das Jubiläum mit einer Wallfahrt zum Stuhl Petri zu begehen. Sie werden nicht vom Papst empfangen. Niemand erwartet sie am Petersplatz, um wie vor kurzem mit den falschen Religionen gemeinsam dem transzendenten Ziel entgegenzuwandern. Im Gegenteil, als Exkommunizierte, als aus der Kirche Ausgestoßene, bleiben ihnen die Pforten der Heiligen für den Gottesdienst verschlossen. Das heilige Messopfer im überlieferten römisch-katholischen Ritus muss vor der versammelten Schar der Pilger auf freiem Feld gelesen werden. Aber das überrascht niemanden. Ein neuer Geist herrscht in Rom. Es ist nicht mehr der Geist der katholischen Päpste der vergangenen Jahrhunderte. Weihbischof Bernard Fölle, ein letztes Wort an diejenigen, die treu sein möchten, treu der katholischen Kirche aller Zeiten. Ich möchte gerne allen Gläubigen, allen Christgläubigen sagen oder aufrufen zu diesem Bewusstsein, dass wir in einem riesigen Kampf stehen. Die Kirche ist die streitende Kirche, das ist ihr Name. Aber dieser Streit, dieser Kampf ist vielleicht nie so tief gewesen wie heute und umso gefährlicher, dass man es nicht sieht. Und zwar so ein Aufruf zu Wachsamkeit, zum Gebet, zu einem Zurückkehren zu all dem, was katholisch macht. Der Glaube, die Sakramente, die Sitten, die Gebote Gottes. Dieser Film will niemanden persönlich verurteilen. Jeder Mensch muss nach seiner eigenen Erkenntnis vor Gott einst Rechenschaft ablegen für seine Werke. Aber er will zeigen, welchem Geist die Werke angehören, die heute in der Kirche geschehen. Es ist nicht mehr der Geist Christi, es ist der Geist der Loge und damit, mit den Worten der Kirche von einst, der Geist der Finsternis.